Also ich bin mal froh, dass die Transferzeit vorbei ist, dass die Wochen, die wir jetzt gehabt haben, dass die Diskussionen vorbei sind. Ich finde die Entscheidung gut, so wie sie jetzt ist, weil man auch nicht genau weiß, ob Ruhe reingekommen wäre, wenn die Entscheidung anders getroffen worden wäre. Ich glaube, wir haben einen guten Ersatz man dazugeholt. Wir sind auf das fokussiert, wo wir jetzt davon ausgehen, dass alle Jungs ganz klar sind in ihrer Auffassung, was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch erreichen wollen. Und die Qualität ist immer noch groß genug, um unsere Ziele zu erreichen, auch nach dem Abgang von Ober. Also insofern denke ich, es ist eine gute Geschichte, weil wir auch Ruhe jetzt im eigenen Haus haben. Mitch ist ein Stürmer, der fleißig ist, der vor allem in dem Bereich, der für uns wichtig ist, nämlich im Strafraum eine richtige Gefährlichkeit hat, einen guten Abschluss hat nicht so viel Spielzeit bekommen, aber in dieser Spielzeit von der Quote her sehr, sehr gut performt. Deswegen sind wir ziemlich überzeugt davon, dass der in unsere Idee und um die Systematik, die wir vorhaben zu spielen, dass der ganz gut reinpasst. Zu bewerten, was jemand besser kann oder schlechter kann, jeder hat seine Qualität. Ober hat eine Treffsicherheit gehabt, da brauchen wir nicht reden. Deswegen ist er auch einer der besten Stürmer. Und bei Mitch ist es so, dass wir glauben, dass wir einen giftigen Spieler hierher bekommen haben, der Einsatzzeit möchte, der sich qualifizieren möchte für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte für uns. Ist ja jetzt kein Spieler, der Trainingsrückstand hat, sondern steht ja voll im Saft. Er ist ja mittendrin in der Arbeit. Es wird jetzt an uns liegen, wie wir den Jungen auch da in die Mannschaft, in das Gefüge reinbringen, auch was das Spiel betrifft. Grundsätzlich denke ich, dass es bei einem zentralen Stürmer einfacher ist als bei einer Position im defensiven Bereich. So wie bei Akanji ist ein anderer Zugang ganz einfach, als in der Spitze richtig drinnen, weil die Jungs sind da, um Tore zu schießen. Das ist zwar der schwerste Job, aber die das können, die können das im Normalfall bei jedem Club. Und deswegen erwarten wir uns ja schon etwas, dass er in dem Bereich unterstützend da sein wird. Ob er jetzt von Beginn an spielt, in der Kürze, weiß ich nicht, aber er wird sicher zum Kader dazugehören.